Das ist so in seiner Wucht und in seiner Brachialität und Brutalität wahnsinnig inszeniert. Also jeder Schlag, jeder Hieb ist wirklich spürbar. Ich bin irgendwie fassungslos aus diesem Film rausgegangen, berührt von der Thematik Vergewaltigung, die einem wirklich auch sehr nahe geht. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin, diesmal wieder vom Zürich Film Festival. Gerade eben haben wir uns den Film The Last Duel von Ridley Scott angeschaut und den stellen wir euch jetzt vor. Frankreich im 14. Jahrhundert. Der Ritter Jean de Carrouges reist für einen wichtigen Termin nach Paris. Sein früherer Freund Jacques Legris stattet dessen daheimgebliebener Frau Marguerite derweil einen Überraschungsbesuch ab und vergewaltigt sie. Da Jacques die Tat bestreitet, fordert Jean beim König ein Duell auf Leben und Tod. Einer von uns lügt. Gott soll entscheiden, wer. Ihr glaubt mir nicht. Ich riskiere mein Leben für euch. Ihr riskiert mein Leben, um eure Ehre zu retten. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich bin irgendwie fassungslos aus diesem Film rausgegangen, berührt von der Thematik Vergewaltigung, die einem wirklich auch sehr nahe geht, durch diese Inszenierung, durch die verschiedenen Perspektiven in der Realität der Akteurinnen und Akteure. Und auch bis zuletzt war ich mit Spannung erfüllt. Genau, also zumal das ja auch ein Thema ist, was ja heute noch nach wie vor extrem relevant ist. Also im Zuge der MeToo-Debatte gab es ja in den vergangenen Jahren schon zwei hervorragende Filme, nämlich The Assistant und in diesem Jahr den absolut genialen Film Promising Young Woman. Und jetzt hat Ridley Scott das Ganze natürlich auch im Mittelalter thematisiert und er ist da ja wirklich prädestiniert für. Denn mit Historienfilmen wie Gladiator, Königreich der Himmel oder auch Robin Hood hat er wirklich Meilensteine teilweise abgeliefert und kann dieses Mittelalter einfach eben in seiner Authentizität, Brutalität und der ganzen Düsterheit eben perfekt inszenieren. Und was ich auch in diesem Film sehr interessant fand, war, Matt Damon und Ben Affleck, die ja beide im Film mitspielen, haben zusammen mit Nicole Holofcener das Drehbuch geschrieben. Also Ben Affleck und Matt Damon hatten ja schon zusammen ein Drehbuch geschrieben, Good Will Hunting, wo sie auch beide den Oscar für gewonnen haben. Und das fand ich einfach auch extrem interessant, weil diese Geschichte ist auch, wie du gerade schon gesagt hast, in dieser Dreiteilung so unfassbar genial, weil eben diese Subjektivität von Wahrheit sehr gut rüberkommt, dass ja zum Beispiel, ne, also sowohl der Ehemann Jean sich sehr, sehr positiv darstellt als der treue, gute Ehemann, der sich um sie kümmert. Und dann natürlich auch die Perspektive des Vergewaltigers Jacques, der natürlich versucht, Rechtfertigung zu finden und irgendwie ja, sagt, okay, sie wollte es ja in irgendeiner Form auch und dann irgendwelche Legitimationen dafür sucht. Und das eben ist so unfassbar genial und mitreißend verpackt. Also ich muss sagen, ich hatte erst gedacht bei Ridley Scott, ist das mit den Nuancen wirklich so sein Ding, was jetzt den Inhalt angeht? Also dass er die Inszenierung schafft, das war klar. Wiederum war ich jetzt positiv überrascht, dass man doch merkt, dadurch, dass gewisse Szenen immer und immer wieder wiederholt werden, aber doch aus einer anderen Realitätswahrnehmung, ist das nicht übertrieben, sondern wirklich in Feinheiten unterschiedlich dargestellt. Und das, muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Es wird ja angefangen mit der Jean-Perspektive, wo ich erst am Anfang dachte, oh, das geht aber doch recht schnarchig los und war dann aber wiederum plötzlich so ab Mitte des Films, ja, oder nach dem ersten Drittel wirklich gepackt. Genau, ab der zweiten Episode, eben aus der Sicht des Vergewaltigers Jacques, nimmt der Film unfassbar Fahrt auf. Und wenn dann eben diese dritte Perspektive von Margaret kommt, dann versteht man auch eben, wie sich eben Sean, der Ehemann, eben in der ersten, in seiner Version halt eben so positiv dargestellt hat. Und dann kriegt es im Nachhinein einfach noch eine ganz, ganz andere Intensität. Und Stichwort Intensität, das Finale, also das letzte Duell, was ja auch wirklich auf einer realen Begebenheit basiert, denn im 14. Jahrhundert fand in Frankreich wirklich dieses letzte Duell statt. Das ist so in seiner Wucht und in seiner Brachialität und Brutalität wahnsinnig inszeniert. Also jeder Schlag, jeder Hieb ist wirklich spürbar und es ist wirklich unfassbar packend und das zeigt halt einfach wirklich Ridley Scotts unfassbar geniales Regietalent. Also ich muss sagen, er verschont ja die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach nicht, ne? Weil also ich musste das ein oder andere Mal zusammenzucken bei den Szenen, die sehr blutig sind, aber auch natürlich, weil man insgesamt dreimal mit der Vergewaltigung konfrontiert wird. Zweimal sieht man sie tatsächlich, aber auch natürlich, wie sie es erzählt, geht es einem nahe. Und dann einfach, was einen absolut wütend macht, ist diese Beschädigung von Besitz am Ehemann, wie die Frau dargestellt wird. Sie hat an sich keine Rechte, natürlich, das weiß man vom Mittelalter, aber man wird eben explizit damit konfrontiert und auch wie die Männer einfach in ihrer Eitelkeit handeln und denken, auch der Ehemann von ihr und ja, das reißt einen auch richtig in so eine Wut rein. Genau, was auch daran liegt, dass Jodie Comer wirklich absolut phänomenal spielt und so jede Facette und Nuance dieser Figur einfach in Perfektion trifft. Ich sage die Wahrheit.
Die Wahrheit ist nicht von Belang. Es gibt allein die Macht der Männer. Ja, die Thematik nach einer Vergewaltigung den Mund aufzumachen und dann aber wiederum auch keine Solidarität zu erfahren, auf dem Präsentierteller zu stehen und wirklich viel Leid zu erfahren, das ist eine, die wirklich immer sehr brisant ist und wie immer und immer wieder aufgegriffen werden sollte. Ich fand, die ist hier auch sehr gut inszeniert worden. Dennoch fand ich den Film teilweise ein bisschen drüber. Also, dass auch der Letzte mit dem Holzklöppel auf dem Kopf checkt, dass Jean mit seiner Fukuhila-Frisur nicht der hellste ist und auch Pierre mit seinen gebleachten Haaren als Playboy durchgeht. Ich gebe dem Film dennoch 8 von 10 Punkten. Genau, ich fand, es war nichts drüber. Also mich hat er wirklich von Anfang bis Ende gepackt und vor allem immer mehr gepackt. Und gerade was du halt eben gerade gesagt hast, sehe ich halt absolut genauso, dieser Aspekt mit, wie schwierig es ist, Solidarität überhaupt zu bekommen. Und eben, dass einem geglaubt wird, dass das alles passiert ist. Das hat er so eindringlich rübergebracht, dieser Film. Inszenierung war wirklich makellos, deswegen gebe ich tatsächlich die Höchstwertung. 10 von 10 Punkten. Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid, der Film startet am 14. Oktober im Kino. Ich sprach die Wahrheit.